Parzellen sind großzügig bemessen, auch große Fahrzeuge finden hier ihr Plätzchen. Die letzten Sonnenstrahlen genießen, wa? Ja. Bevor wir nicht mehr reisen dürfen. Ah, ist das schön. Hier kommen noch unsere Freunde Birgit und Detlef. Ja, wir hoffen, dass demnächst Christine und Mike von Lucky Camper auch wieder dabei sind. Wenn die Rezeption geschlossen ist, kann man sich ein freies Plätzchen suchen und später dann anmelden. Hier direkt an der Einfahrt ist die Fähr- und Entsorgung. Dann hier noch die Säule für die Chemiekassette und die Säule für Frischwasser. So, und jetzt werfen wir einen Blick in die Sanitäranlagen. Hier ist eine Dusche, WC und Becken, alles mit einer Chipkarte gesteuert. Sehr edel. Und hier ist dann noch der WC-Bereich. Es gab drei Duschen und alles picobello. Hier vorne ist auch alles neu gemacht worden. Dort links befindet sich Annas Stüble, ein super schönes kleines Restaurant. Hier ist der Sanitärbereich für die Damen und hier ist die Rezeption. Hier innen drin ist alles liebevoll eingerichtet und die Hygienemaßnahmen wurden eingehalten. Es gab leckere Steaks für die Männer und wir Frauen haben dann mal die Maultaschen probiert. Super lecker. Und der Markus war auch schon da. So, hier gibt es noch einen Kräutergarten. Und abends sind hier die Lichtkugeln erleuchtet. Hier vorne links gibt es so Fässer, die man mieten kann, und kleine Häuschen. Ja, leider ist das Wetter umgeschlagen und es hat geschüttet wie aus Kübeln, wie man hier an den Pfützen sehen kann. Der Stellplatz hat 10 Euro gekostet die Nacht. Für die Sanitäranlagen wird pro Person 2,50 Euro berechnet. Fanden wir okay, also für die tollen Sanitäranlagen sind wir gerne bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Die Kilowattstunde hat 70 Cent gekostet und dann Ver- und Entsorgung war kostenlos. Wasser hat wie üblich, ich glaube, 10 Cent gekostet. Ich hab gar nichts genommen, ne?
Nee? Nee. Nee, wir haben ja gar kein Wasser genommen. Das stimmt. Aber da war die Säule mit dem Geldeinwurf. Ganz toll zu empfehlen ist das Restaurant. Das muss man wirklich mitnutzen, wenn man dahin fährt. Also alles hausgemachte, leckere Sachen. Ganz tolles Lokal. Wir zeigen euch noch ein paar Bilder dazu. Also sehr empfehlenswert. Die Gegend konnten wir jetzt nicht so gut erkunden, weil es zwischendurch immer geregnet hat. Wir waren mit den Fahrrädern nicht unterwegs. Wir waren nur mal kurz zu Fuß. War aber jetzt nichts Spektakuläres, dass man filmen konnte. So, wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben zum Sagter Ems Wohnmobilstellplatz. Dann gerne wie immer einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und seid gespannt, wo es gleich hingeht. Bis später. Tschüss. Ciao.